Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns an, wie automatisiert eine Tabelle am SQL-Server täglich mit Daten aus einer Excel-Datei aktualisiert werden kann. Bevor wir loslegen können, bitte ich euch noch, meinen Kanal bitte zu abonnieren, damit ich euch noch viele weitere Videos bereitstellen kann. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Zu Beginn sehen wir uns die Excel-Datei an, welche in den SQL-Server importiert werden soll. Wie hier zu sehen, besteht diese Datei aus 5 Spalten und einigen Zeilen. Nun, als ersten Schritt wähle ich nun die Option Import-Modus am SQL-Server aus, um diese Datei zu importieren. Das können wir, indem wir die entsprechende Datenbank auswählen, in meinem Fall die AdventureWorks-Datenbank. Das ist jene Datenbank, welche die Excel-Datei als Tabelle importieren soll. Ein Rechtsklick darauf ermöglicht uns im Menü im Bereich Tasks oder Aufgaben im unteren Bereich Daten importieren ein neues Fenster. In diesem Wizard wähle ich nun im ersten Schritt die Datenquelle aus, in unserem Fall die Excel-Datei. Dazu wähle ich im Auswahlmenü Microsoft Excel und gebe nun den entsprechenden Pfad dieser Datei an. Anschließend noch zu überprüfen, ob denn der erste Zeileneintrag in der Excel-Datei auch die Spaltennamen inkludieren. In unserem Fall ist das somit erfüllt und ich bestätige es mit diesem Haken. Anschließend wechsle ich zum nächsten Arbeitsschritt und zwar die Auswahl des Zieles. In unserem Fall die SQL Server Datenbank. Wir wählen aus Microsoft OLEDB Driver for SQL Server und konfigurieren entsprechend die Datenbank noch, in diesem Fall die AdventureWorks 2019 und bestätige mit Weiter. Nun gibt es eine Auswahl, wie die Daten aus der Excel-Datei importiert werden sollen. In unserem Fall wählen wir die Option 1 aus, und zwar Daten, wie sie sind, aus der Datei in die Tabelle zu laden und habe nun in diesem Menü die Auswahl, in welche Tabelle am SQL-Server diese gespeichert werden soll. Diese möchte ich in der Tabelle Energiepreise speichern und kann mir anschließend auch noch das Mapping ansehen, welches die Option ermöglicht, Datensätze zu löschen, bevor sie importiert werden. Ich setze diesen Haken auf OK, bestätige es. Ich kann mir auch noch den Inhalt der Datei, der Excel-Datei näher ansehen. Und wenn das in Ordnung ist, bestätige ich mit OK. Habe nun die Möglichkeit, den Datenimport auszuführen, aber auch die Möglichkeit, diesen Datenimport zu speichern, und zwar als Integration Service Paket. Deshalb wähle ich nun die Option aus und bestätige es, dass es auf mein Dateiverzeichnis gespeichert wird. Ich kann noch die Protection Level angeben. In diesem Fall habe ich keine sensitive Daten und wähle diese auch entsprechend aus. Nun kann ich noch einen Namen vergeben für das Paket, in diesem Fall Energiepreise. Und es wird entsprechend diesem Verzeichnis dann gespeichert. Wichtig ist die Endung DTSX. Das bedeutet, dass es sich um einen Integration Service Datenpaket handelt. Ich bestätige mit OK, kann hier nochmal überprüfen die einzelnen Schritte, welche unternommen oder ausgeführt werden, und bestätige das mit OK. Anschließend werden nun diese einzelnen Schritte ausgeführt
und habe nun einerseits die Daten aus der Excel-Datei initial in die Tabelle geladen und andererseits habe ich diesen Vorgang als Datenpaket am Dateiverzeichnis gespeichert. Und genau dieses Datenpaket, das werden wir nun in Folge automatisiert nach einem Zeitplan einrichten, damit diese dann beispielsweise täglich den Inhalt dieser Excel-Datei in die Datenbank ladet. Sehen wir uns noch den Inhalt der Tabelle an, ob diese erfolgreich importiert wurden. Wie hier zu sehen, jawohl, sie sind analog wie zur Excel-Datei importiert worden und werde nun als nächsten Schritt die Einrichtung für die automatisierte Beladung durchführen. Dazu benötigt es im Bereich Integration Service Catalogs einen neuen Ordner. In diesem Ordner nenne ich Energiepreise, bestätige mit OK und habe nun ein weiteres Unterverzeichnis. Und in diesem Unterverzeichnis kann ich nun dieses wie vorhin gespeicherte Datenpaket wieder importieren. In diesem Wizard gebe ich nun das entsprechende Datenpaket nun an. Nachdem ich nun das Verzeichnis angegeben habe, gehe ich auf Weiter und wähle nun das entsprechende Paket aus, bestätige wiederum mit OK und gebe nun an, wie denn das Projekt heißen soll, in meinem Fall Energiepreise, und gebe nun Don't save sensitive data an, weil es keine sensitiven Daten beinhaltet. Wähle weiter. Wähle auch hier weiter und möchte auch das Paket nicht entsprechend konfigurieren. Und befinde mich nun in der Übersicht der einzelnen Aufgabenschritte und wähle am Ende Konvertieren aus. Nun habe ich als nächstes die Möglichkeit, dieses Datenpaket am SQL Server einzurichten. Ich bestätige wiederum die Auswahl mit SSIS in SQL Server, muss mich anschließend noch verbinden und habe hier bereits das entsprechende Verzeichnis auf meinen Integration Service Catalogs ausgewählt und kann nun dieses Paket auf dieses Verzeichnis bereitstellen. Wenn ich nun eine Aktualisierung mache, sehe ich, dass dieses Datenpaket nun am SQL Server bereitsteht. Jetzt sind wir beim letzten Schritt und zwar, dass dieses Datenpaket nun nach einem Zeitplan automatisiert ausgeführt wird. Dazu bedienen wir uns mit dem SQL Server Agent und richten uns einen neuen Job ein. Tägliche Beladung der Energiepreise. So nenne ich nun diesen Aufgabenplan. Wähle nun als nächstes die einzelnen Schritte aus. In unserem Fall benötigen wir nur einen Schritt, und zwar Laden der Excel-Datei. Müssen bei der Variante noch angeben, dass es sich um ein Integration Services Paket handelt und wähle nun auch die Datenquelle für das Paket SSIS Catalog aus und auch den Server entsprechend und kann nun im Paket schließlich das Datenpaket auswählen. Ich bestätige mit OK und kann nun schließlich einen Zeitplan einrichten und zwar täglich. Und zwar hier gibt es nun mehrere Varianten, in unserem Fall wiederholend und tägliche Ausführung, beispielsweise um 12 Uhr mit Beginn des heutigen Datums ohne Enddatum. Nachdem ich nun das eingerichtet habe,
ist nun dieser Aufgabenplan für uns verfügbar und wird nun täglich ausgeführt mit der Aktualisierung dieser Excel-Datei in unsere SQL-Datenbank. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich versuche euch zu helfen. Danke, tschüss und bis bald.